So, is this a quiet day, or does it always take this long? Fishing requires patience. We've only been here for 2 hours. Was? Was? Wir sind schon seit 2 Stunden hier. Ich habe noch eine andere Verabredung. Ich fürchte, Geduld ist nicht meine Stärke. Und es ist ja was das Schöne am Angeln. Ja, nee. Eigentlich müsste ich weg. Ich habe noch eine andere Verabredung. I'm afraid patience is not my strong suit. Well, there's a fine line between boredom and relaxation. Ja, das stimmt schon. Aber ich hätte da noch eine Verabredung. Es fällt mir manchmal schwer, mich zu entspannen. Ich glaube, ich habe einfach vergessen, wie sich Langeweile anfühlt. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe vergessen, mich zu I entspannen. find it hard to relax sometimes. Fishing also requires silence. Oh, okay. Ich sag ja schon nichts mehr. Sorry. Bert, can I ask you a question? Der denkt sich auch gerade, boah, warum habe ich die Schnepfe mitgenommen? Kann die nicht die Fresse halten? Ich will hier mein Abendessen angeln und die quatscht mich die ganze Zeit zu. Schon gut, ich halte meine Klappe über das Leben. Magst du Maureen? Was? Klar, wir fragen jetzt mal über Maureen. Ne, wir müssen doch da jetzt mal hier Amor und so spielen. Do you like Maureen? We ought to be heading back home. It's been a fine day, and I thank you for the company. Das glaube ich nicht. Das war eine Höflichkeitsaussage. Er möchte weder über Maureen sprechen, er wollte einfach nur angeln. Kay's tape. Let's have a listen. Okay. Driving along the highway, headlights light up the signs. Thinking of what might have been, radio keeps track of time. Hello? Hi, Meredith. Guess what I signed today? Frage: Warum sitzen wir zu Hause und hören uns das Tape von Kate an, wenn wir doch bei der Katzenlady sein sollten? Also, wir hätten doch jetzt beides geschafft. Oder geht das einfach nicht? Dann tut's mir echt leid. Dann wäre ich weniger zum Fischen mitgegangen, sondern hätte er die auf die Katzen ab. Aufgepasst, weil wir das ja zuerst versprochen haben. Und kann in diesem Spiel eigentlich irgendjemand singen? Ich meine, sorry. Ich kann selber nicht singen. Also mehr schlecht als recht. So fürs Lagerfeuer, wenn alle betrunken sind, da reicht es. Aber also mein Geschmack ist es nicht. Ich drück's mal so aus. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber naja, gut. So, und jetzt haben wir schon wieder unseren Chef am Telefon. Und ich gehe davon aus, den Momo-Momo-Monster-Abschluss. Oder den Vertrag für die Edit 87 Lieferung. Ist das nicht der Momo-Momo-Monster-Abschluss? Ich frage mal nach dem Momo-Momo-Monster-Abschluss. Ich sag das gerne. Let me think. The Monster Deal? Oh, yes. You are now talking to Steve Mitchell, CEO of a multi-million-dollar enterprise. But before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say to you about you. You've been a huge part of the success of this company, and I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers, and we've got front-row tickets. The past 2 weeks have made me realize that I couldn't have done it without you, and I'm going to need you even more in the coming years. So,
Here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. Significant. The only condition is that I need your commitment for the next 5 years. So, there it is. Think about it and let's talk about it more when you're back in the office. Okay, das finde ich nicht schlecht. Allerdings ist 5 Jahre Knebelvertrag. Ist jetzt auch nicht die feine Englische, aber ich kann es verstehen, dass er da irgendwie dann hinterher ist. Aber ich habe noch keine Zahlen gehört. Hallo, lass mal Zahlen rüberwachsen, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Beträchtlich ist schön, aber Zahlen sprechen für sich. Oh wow, Steve, das klingt toll, das kommt etwas überraschend. Ja, was heißt überraschend? Sie weiß ja eigentlich, dass sie gute Arbeit macht, oder? Also sicher klingt das toll. Oh, wow, Steve, that sounds great. Just let it sink in a bit. I don't need an answer right now. I have to get back to my million-dollar lifestyle. Actually, no, I need to get cranking on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Ja, aber wie... Ah, jetzt sind wir bei der Katzenlady. Good alles klar. Evening, feline friends. Aunt Meredith's gonna keep you company tonight. Come here. Kikiri. Ow. Ja. Haben wir alles geschafft. Super. A postcard. From Angie. Miss Meredith. Ach, die schon weg? I am so, so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not-so-timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be honest. I'm still thinking about that kiss we shared in the car. And I don't usually dwell on these kind of things. So, feel special, Meredith. I hear you're going to the open mic night on Sunday. I wasn't planning on going, but I want to see you before I leave. I'm really anxious to find out what you've decided to do. Whether you're going to stay in this town, or go back to the city, or do something else entirely. And I'm going to be forward, as you know I always am. I'd like to know if little old me figures into those plans, somehow. So, anyway, I'll see you there, yeah? Love, Angie. Ach ja, da war ja auch noch was. Das hatte ich irgendwie... Oh, es regnet. Das hatte ich irgendwie total verdrängt. Ich meine, ich wusste, dass... Ne, dass... bla 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 und dass sie abhaut. Aber da waren ja jetzt auch noch so viele Aufträge. Dann ist ja der Robert noch da. Dann die Entscheidung. Ich war mir gar nicht so bewusst. Aber jetzt, wo sie es gesagt hat oder geschrieben hat vielmehr, die Eltern wollten ja das Haus ihr geben. Das heißt, wir würden hier bleiben. Das allerdings würde kollidieren, wenn wir diesen Vertrag von dem Steve, dem Monsterjob, annehmen. Wow, ich wusste gar nicht, dass das jetzt so viele Entscheidungen hier sind. Und dann müssen wir uns auch noch entscheiden, so ganz nebenbei, wegen Angie. Also, ganz schön viele Entscheidungen, die ich da treffen muss. Okay. So, aber verabredet zum Essen mit Robert. Ach ja, ja, wo wir gerade von sprechen. Aber erstmal den Job. Erstmal den Job, ne? Happy Saturday, everyone. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Today's verdict is from Cheryl. Guten Tag. Hi, Jack. Guten Tag. I went for a walk the other day and suddenly encountered a majestic Dad. Peep, 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 peep. So komme ich nicht an meinen Kofferraum. Wow, Moment. Ach, könnt ihr mal aufhören zu quatschen? Stags can be dangerous. So, wir sind auf der Main Street. Ach, und da... Wir wollten doch das Foto einreichen. Haben wir das gemacht? Ah, you're still here, huh? Ja, bis Sonntag, prinzipiell. Oder vielleicht doch für immer, ich weiß es nicht.
Ah, da sind wir ja schon zwei. Ja, im Moment noch. Da sind wir schon zwei. Sie ist ja auch immer noch da. That makes two of us. When are your parents coming back? Tja, nun. Wahrscheinlich gar nicht. Vermissen Sie sie? Do you miss them? What would make you think that? Weil Sie danach fragen. Naja, Sie sind doch nette Leute, oder? Sie sind so warmherzig, dass Sie wahrscheinlich jeder ins Herz geschlossen hat. Drückt prinzipiell beides das gleiche aus. You're so warm-hearted. Everyone probably likes you. Everybody's nice to me, because Pio would fade away without this door. Okay. Die hat aber auch ganz schön, ne? Hält auch ganz schön viel von sich. Man sollte die Hier-Statue durch eine von ihnen ersetzen. Schleim, da könnten Sie recht haben. Ja, nee, wir nehmen mal die Hier-Statue. They should replace the deer statue with one of you. A bit of appreciation every now and then would be nice. Well, I better be on my way. Ja, bis dann, Miss Sonnenscheinchen. Das ist so gemein irgendwie. Das ist, ich weiß gar nicht, ich weiß nie bei dem Spiel, nehmen die sich selber ernst mit den Aussagen? Ist es ein Übersetzungsfehler? Aber es klingt doch, ja, bis dann, Miss Sonnenscheinchen. Ey, ich wär voll angepisst. Das ist doch voll so dissen, oder nicht? Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir nehmen's mal. So long, Miss Sunshine. So, was ist mit meinem Foto? Do you think it'll rain today? It's been raining a lot lately. Es regnet gerade. Guck mal raus. Es regnet. Also, es regnet ziemlich doll. Naja. Die kommt nicht so oft aus ihrem Laden, glaube ich. Und durch die Tür gucken kann sie auch nicht, weil sie muss ihre Kippe beobachten, damit die Glut nicht abfällt. So. Ist das nicht hier? Hier ist es. Alles klar. Wir haben uns noch nie da hinten umgeguckt, ne? Kann man hier überhaupt rum? Kann man. Das ist aber auch sehr idyllisch, ne? Vor den Steinen hier. Ganz toll. Mega Aussicht. Mann, und die Texturen von der Wiese. Ein Träumchen. Komme ich hier vorne wieder rum oder ist da zu? Da ist zu, ne? Ich komme an den Büschen nicht vorbei. Es sind sehr, sehr starke Büsche hier überall. Die haben richtig Festigkeit. Das kennt man ja, wenn Büsche so fest sind, dann haben die unwahrscheinlich viel... Mir fällt kein Scheiß ein, den ich erzählen könnte. Lebensenergie, so. Oh nee, so, wartet. Wo müssen... Ach, der falsche Knopf. Wo müssen wir hin? Da oben noch? Okay. Also da und da und da und da. Erstmal wieder hier aus der Sackgasse raus. Schaffen wir das? Schaffen wir. Gut. So groß ist der Wendekreis von den Dingen dann doch nicht. Macht das jetzt wie der Autopilot. Ein bisschen abbremsen und dann langsam drüber fahren. Über Stoppschild. Merkt euch das ja nicht, meine Lieben. Das ist ein Spiel, das ist total schlecht. Ihr müsst am Stoppschild anhalten. Ich glaube, das hatte ich mal erwähnt, ne? Interesting. So. Das haben wir. Na komm, dann fahren wir einmal oben rum. Was soll der Geiz? Heute war Freitag, ne? Abendessen Robert. Samstag noch und Sonntag ist schon dieser komische
Tanzwettbewerb, Talentwettbewerb oder so ähnlich. Mit dem Foto, ne? Ich weiß nicht. Entschuldigung. Hi. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das irgendwo einreichen müssen. Aber ja, gut, wir sind ja die Poststelle, ne? Und in die Poststelle selber kommen wir ja nie rein. Also gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass es eingereicht ist. Sie hat es ja gesagt, dass sie es möchte. Dann wird sie das schon irgendwo gemacht haben. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Wir konnten uns ja nur zwischen Schwarz, Schwarz und Schwarz entscheiden. Oder natürlich dem aufregenden Schwarzen. Oh. Sorry. So. Hätten sie aber ruhig mal weiterführen können, die Straße. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass die da aufhört. Hätten sie einfach mal hinter der Poststation weiterführen können. So, wartet kurz. Ach, wieder. Warum bin ich denn jetzt immer auf der Taste? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Also macht schon Sinn, dann sehen wir die Aufgaben, aber... hilft mir ja in dem Moment nicht. So, da ist ein Brieflein. Vorsicht! Hier ist nicht rechts vor links, Schnalle! Hast du ein 30er-Schild gesehen, oder was? Aber ich finde es cool, dass wir manche Aufgaben einfach so erledigen. Zum Beispiel auf die Katzen aufpassen. Peach! Ich habe voll Bock, mal wieder Need for Speed zu sparen. Meine ich lange, weil dann ist das Autoschrott. Aber ohne Mist, ich war früher richtig gut. Bei den alten Spielen. Glaubt mir wieder, kein Schwein, ne? Da habe ich noch nicht gestreamt, noch nicht aufgenommen. Kann ich euch viel erzählen. Ich bin wirklich, ich bin mittlerweile total eingerostet. Aber ich sag mal, Übung macht den Meister, ne? Wenn man das öfters macht, dann hat man wieder die Tricks raus. Ist, glaube ich, wie bei jedem anderen Spiel auch. Das... Boah. Charlie. Ist bei jedem Spiel so, dass wenn man irgendwie es länger spielt, dann lernt man es halt. Wie im richtigen Leben. Ne? Je mehr man übt, desto besser wird man. Im Regelfall. Ach ja. Aber ist gut, dass mal regnet. Guck mal, die Blätter sind schon stellenweise richtig weiß. Das heißt, sie sind wahrscheinlich viel zu trocken. Und das ist gut, wenn die jetzt mal ein bisschen Wasser kriegen. So, 103 Vintage Street. Wahrscheinlich auch wieder keiner zu Hause. Hallo. Obwohl, Autos stehen ja wieder da, ne? Ja, vielleicht, ja gut, mit dem Fahrrad. Nope. No answer. Nee? Naja, vielleicht liegen sie auch noch in der... Ja, da macht sie sich aber früh Gedanken drum. Vielleicht liegen sie auch einfach noch in der Profe. Bei dem Wetter, was willst du machen? Oder sind natürlich Homeoffice, geht natürlich auch, ne? Viele machen ja mittlerweile Homeoffice.
Ist jetzt bei Paketdienstfahrern ein bisschen schwierig. Das ist schon gemein, dass manche Berufsgruppen das können, manche nicht. Ne? Oh, 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 oh. Sir, alles gut, Sir? Hi. Ich kann fahren. Ich habe sogar einen Führerschein. Mal gehabt. So, hier auch noch ein Brief. Boah, das hätte richtig ins Auge gehen können mit dem Polizisten. So, das haben wir auch. Ich hab's drauf. Ich hab's echt drauf. Warum hab ich's jetzt drauf? So, da müssen wir nicht hin. Da müssen wir nochmal hin. Komm, dann nehmen wir die Ecke auch noch. Nehmen wir erst die Ecke mit dem Päckchen. Da können wir nämlich schnell hin spawnen. Fehlt mir ein Wort.